Meine Lieben, ein neues Video wartet auf euch, das Ganze mit mir. Und zwar schauen wir uns nochmal Ausschnitte an von Ex on the Beach, von der letzten Folge. Und dann die Reaktion bei Instagram der Einzelnen. Also hier gab es jetzt doch schon wieder ein mächtig Beef, möchte ich sagen. Das amüsiert uns natürlich. Und ich möchte aber hier auch ganz klar nochmal körpersprachlich etwas analysieren. Denn da ist mir ein bisschen was aufgefallen. Und ja, würde sagen, legen wir einfach los in gewohnter Manier mit bissigen Kommentaren, Witz, Satire. Und wenn ihr es nicht versteht, müsst ihr nicht gleich die Polizei rufen. Los geht's jetzt. Meine Lieben, ihr wisst ja vielleicht oder habt es mitbekommen, auch so über Insta, dass ich mich natürlich mit meinem Bestie, dem Ramon, natürlich treffe, morgen. Also ich bin morgen früh, schon relativ früh, ich glaube so 8.30 Uhr oder so, im Zug und fahre dann da 6-7 Stunden nach Berlin und ja, bin dann bis Montag mal wieder in Berlin. Freue ich mich natürlich, deswegen muss ich heute noch mal ein bisschen Haare schneiden lassen. Dann habe ich die Nägel wieder richten lassen. Jetzt habe ich gleich die Füße mitmachen lassen. Was man halt so macht als gute Hausfrau hier. Ne? Hier ist alles schön auf Vordermann gebracht, ja, in der Wohnung. Ich hasse das, wenn ich die Wohnung auch nur müh unordentlich verlasse. Also das kann ich gar nicht leiden. Weiß nicht, wie das bei euch ist, aber auf jeden Fall, ja, ist irgendwie die Zeit jetzt so verflogen am Morgen. Aber ich habe auch gedacht, je nachdem, so zum CSD oder zur Parade, trage ich einfach mal einen neuen Birkenstock. Und dann braucht man da auch hübsche Füße drin. Das sieht nämlich nicht schön aus, wenn da keine fröhlichen Füße drin stecken. Aber da kümmere ich mich ja eh immer drum. Ja, muss ich heute Abend noch packen. Ich habe mir ein neues Köfferchen gegönnt, ja, von Lipo. Lipo ist so eine Marke, die ich richtig gut finde bei Koffern auch. Also ich mag, sonst habe ich Rimowa, aber Lipo ist super, super leicht, kann man so mit irgendwie mit einem Finger hochheben. Und ich brauchte jetzt so eine Zwischengröße mal, so wenn man so 3-4 Nächte weg ist, ja. Sonst habe ich irgendwie nur diese riesen Truhe und dann Cabin Trolley, also der ist dann auch irgendwie zu, die zwei sind dann auch irgendwie zu klein. Und ja, was für Probleme man halt einfach hat, ne. Ja, die Kids sind schon bei meinen Eltern. Und ja, gehen denen auf den Geist. Auch mal schön. Allerdings, wie gesagt, der Tag hat früh begonnen. Ich hätte ja mal ausschlafen können und kam irgendwie noch zu gar nichts. Jetzt habe ich eine Idee gehabt. Also jetzt gibt es erstmal Ex on the Beach, ja. Das ist jetzt mal das Topic von diesem Video. Ich werde aber noch ein Video machen mit den Reality Highlights der Woche. Und zwar jetzt eben nicht die Trash News oder Gossip News der Woche, sondern wirklich die Highlights aus den aktuell laufenden Sendungen, wie Bachelorette, wie Prinz Charming Boys, was ja gerade noch läuft und so weiter. Und das in einem Video zusammengefasst, denn ich finde so eine ganze Reaction auf die ganze Folge, das machen auch so viele. Ich will mir die Highlights, die für uns interessant sind, ja, die vielleicht extrem funny sind oder ein Beispiel eben darstellen für extrem toxische und schlechte Verhaltensweisen oder einfach schlicht und ergreifend nur die Skandale mir rauspicke. Also, und das habe ich mir überlegt, das wird es uns so in einem Video geben. Teste ich mal an, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und es wird natürlich auch die paranormale Geschichte weitergemacht. Allerdings seht es mir nach. Leute, ich bin 4 Tage nicht da, nehme aber die Kamera mit, aber ich weiß jetzt nicht wirklich, inwieweit ich tatsächlich zu einem Video kommen sollte. Und dennoch, ich packe mal so die Reisetechnik, sage ich jetzt mal, ein und nehme die mit, um gegebenenfalls dann doch noch vom Hotelzimmer aus ein Video zu machen. Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der auf dem Flughafen ein Video drehen muss, ja. Und von daher, ihr wisst, es sind hier bissige, spitze Kommentare dabei. Vielleicht auch Witze, die nicht unbedingt jeder versteht. Hier ist jetzt so eine Fliege auf der Kamera. Ich hoffe, dass die jetzt nicht permanent in die Linse reinfliegt. Und
Wenn ihr einen Witz nicht versteht, dann müsst ihr auch nicht gleich die Polizei anrufen, ja? Sondern vielleicht mal drüber nachdenken. Das hier ist alles unter einem kritischen Gesichtspunkt, unter einem satirischen Gesichtspunkt und natürlich die Körpersprache analysiere ich auch mal ein bisschen, gerade nämlich von Carina, die in meinem Fokus hier bei der letzten Folge Ex on the Beach einfach steht. Und damit legen wir jetzt auch los. Meine Lieben, es gibt eine Piñata-Party. Eine Piñata, für die es nicht wissen, meistens so in Tierform oder irgendwie eine außergewöhnliche Form, so aus Geschenkpapier, Karton, Fransen, tralala, und da drin sind normalerweise Süßigkeiten und da steckt man drauf, bis die Süßigkeiten rausfallen. Das ist so in Mexiko, macht man das so und jetzt machen die das eben auch. Und die Erste, die hier zuschlagen darf, ist natürlich Carina. Ich bin echt keine Schlägerbraut. Stell dir vor, das bin ich. Sag mal, mein Tier! Gleich, wow. Also sie nutzt jede Gelegenheit. Sie weiß, Paulina ist zurück in der Villa. Ihre Sendezeit wird vielleicht dadurch wieder etwas weniger. Jetzt muss sie einen Skandal fabrizieren. Und das erinnert mich sehr an Gina Alicia im letzten Jahr bei Ex on the Beach, wenn ihr noch an diesen Mega-Ausraster denkt. Ja, aber gib ihm Feuer, Carina! Schlag mich! Ach, los jetzt! Carina, schlag mich! Schlag meinen Arm! Ich will ihn gar nicht schlagen. Er soll mich einfach in Ruhe lassen. Was ist denn so schwer daran, das zu verstehen? Wo ist denn auf jeden Fall gekommen? Schlag weiter. Du bist so widerlich, ne? Du bist so widerlich, ja. Alter. Du bist auch so stolz darauf. Ich merke. Oh, scheiße, du bist. Also da steckt schon echt viel Aggression in ihr drin. Also das sieht man ja schon. Ihr wisst, ich bin eh kein großer Carina-Freund, sagen wir es jetzt mal so, ne? Und muss einfach sagen, für mich ist sie halt super anstrengend. Sie macht alles für Sendezeit und rechtfertigt sich auch noch richtig schlecht danach auf Instagram. Das sehen wir uns aber auch noch an. Das regt mich so auf. Ich muss mich so zusammenreißen. Ich hasse dich! Also dieses Gebrülle, ja. Und er ist eigentlich ganz, also er ist jetzt hier, sieht es jetzt nicht cool aus, aber er steht einfach nur da und stichelt noch ein bisschen nach und sie geht einfach voll ab. Ich schwöre, ich hasse dich! Oh, ich bekomme die Krise, ehrlich. Dieses Interview hat ja danach stattgefunden und sie wird uns gleich weismachen wollen, dass sie natürlich fix und fertig ist mit der Situation, wirkt aber im Interview ganz relaxed. Wie gut hat es getan? Ich hasse dich einfach. Wie gut hat es getan? Du bist so ein ekelhafter Typ. Jede Frau tut mir leid, die mit dir noch Kontakt hat. Du bist so ekelhaft. Sie wird das selber checken. Mach doch dein Ding mit Jessica, aber lass mich in Ruhe. Du sollst doch mein Blut trinken. Genauso. Du wolltest mein Blut trinken? Was erfahren wir denn jetzt, ja? Vampirella? Egal, was er macht, jede Bewegung, jedes Wort ist einfach nur, mich zu provozieren und es klappt und es regt mich einfach nur auf. Und es regt sie einfach nur auf, ja. Übertreib dich mit deinen alten Storys von früher, rede doch über neue! Rede doch über neue, jetzt hat er halt mal was getroppt, ja? Du hast auch schon ganz viel getroppt, Carina. Carina ist hier total fake einfach. Dieses gekünstliche Aufregen vor Kamera. Und da stand er jetzt ganz relaxed, offen da, offene Körperhaltung, ja. Also ich glaube ihm. Es passt so gut in ihr Schema rein, dass es einfach langsam nervt. Was willst du von mir? Denkst du vielleicht auch an sie dabei? Okay. Wir erinnern uns, dass die Interviews dort vor Ort stattgefunden haben und sie da ganz relaxed war und nicht durcheinander, sondern ja, halt nochmal ein bisschen Show gemacht hat. Und jetzt kommt sie in die Villa zurück und denkt, aber ich muss jetzt wirklich nochmal ein bisschen Show machen, sonst klaut mir doch Paulina alle Sendezeit. Ich bin super drauf. Und er springt natürlich auch, dumm, wen man halt ist, drauf an. Willst du alleine sein oder soll ich dir alles holen? Gut, ich muss nur kurz. Nein, ich muss nur kurz ins Bad. Was geh los? Mal hoch. Ich glaube, sie braucht ein bisschen mentale Unterstützung. Frag einfach. Was passiert? Frag einfach, das ist nicht so geil. Was denn? Frag einfach, ja. Was passiert? Nein, irgendwas ist krass passiert dann im Mike! Mike ist da? Ja, aber ich und Carina haben halt ihm leider die Show gestohlen. Warum? Nee, weil wir uns mies gestritten haben. Nee, wir haben uns gestritten die ganze Zeit. Was ist los? Ich kann nicht mehr, echt. Ich kann nicht mehr. Carina. Ich kann nicht. Dieses Trockenwein.
Hauptsache die Hände davor. Ey, Leute, das glaubt doch niemand. Ehrlich, das kann doch nicht. Also wer das, wer diese Show glaubt von ihr, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Carina hat dann gepostet, boah Leute, ich bin gerade viel am Vorbereiten, weil es eine Kandidatin gibt, Jessica, die so einen Müll erzählt über meinen Ausraster. Also über die Rechtschreibung sage ich jetzt mal gar nichts. Morgen geht's los. Es ist unglaublich, eigentlich möchte ich solchen unterbelichteten, famegeilen Opfern keine Plattform geben. Aber ich kann echt nicht anders. Also sie bezeichnet die anderen als unterbelichtet und famegeil. Denke, es ist besser, wenn ich darauf morgen reagiere, weil ich Angst habe, dass ich mich zu sehr reinsteigere. Okay, das ist schon mal eine krasse Aussage. Also Leute, ich bin gerade unterwegs und eigentlich wollte ich jetzt auch wirklich keine Story machen. Aber ich muss es ja. Ich habe auch übrigens 40% Fake-Follower auf meinem Profil. Das ist so. Die sind auch super interessiert dran. Heftig, was hier gerade passiert, wirklich. Ich habe gerade diese Nachricht gelesen nach meinem Post. Und dass ich gar nicht darauf reagieren soll, was andere Kandidaten sagen, weil das sind einfach Mädels, Leute, wisst ihr, die versuchen extrem viele Abonnenten zu bekommen bei der Ausstrahlung und versuchen sich an den Leuten hochzuziehen, die mehr Abonnenten haben. Ja, da hast du ja noch nicht mal so viel Echte. Das muss man ja noch mal auch kurz dazu sagen. Und, liebe Carina, du bist auch erst im zweiten Format, Entschuldigung, excuse me, und noch nicht mal in einem richtig großen. Gerade genau damit das passiert, dass ich jetzt darauf reagiere und damit ihr auf ihr Profil geht, um ihre Stories anzugucken, damit die Storyviews hochgehen. Und eigentlich gönne ich denen das gar nicht, aber das ist so ein Bullshit, was jetzt gerade hier rumgeht. Wisst ihr, ich bin die letzte Person, die gegen irgendjemanden shootet oder... Genau, deswegen hast du die ja auch gar nicht als famegeil und unterbelichtet bezeichnet. Hier auf Instagram irgendein Beef anfängt. Nee, bist du gar nicht. Ihr seht es selber, bis jetzt bin ich nicht einmal beleidigend geworden. Immer. Nein, so zwei Slides vorher. Also. Instagram-Story oder mit irgendwelchen Reels oder Reactions. Aber jetzt gerade ist wirklich ein Punkt, wo ich mir denke... Jetzt geht es wirklich zu weit. Musste natürlich gerade mal wieder die Post klingeln, aber wir schauen gern weiter. Und zwar geht es einfach um meinen Ausraster. Ich habe jetzt hier leider kein zweites Handy, dass ich diese Stories euch so einblenden kann, worum es gerade geht. Deshalb würde ich an der Stelle einfach morgen weiter darauf eingehen. Aber das, ich bin gerade wirklich auf 180 und eigentlich wollte ich auch wirklich keine Story machen. Nicht, dass ich morgen mir das angucke und denke, boah, Carina, hättest du das mal anders gesagt oder so. Deshalb, ich würde mich da halt schon gerne drauf vorbereiten, das Ganze trotzdem irgendwie charmant machen. Und im besten Fall so, dass ich diesen Opfern, in meinen Augen sind es einfach wirklich Opfer. Ich benutze dieses Wort nicht oft, aber das ist für mich wirklich eine Opferaktion, dass du auf so einem Weg versuchst, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und also sie tut ja so, als sei sie ein richtiger Star. Ne? Sie war bei Aito normal gewesen, ist jetzt in ihrem zweiten Format und hat irgendwie Allüren, ja, da... Also da ist Adele zum Beispiel ein Waisenkind dagegen. Du hast es tatsächlich geschafft. Du hast es geschafft und morgen wird auf jeden Fall Tacheles gesprochen. Ich verstehe das vollkommen, wenn ihr so sagt, boah, Carina geht da gar nicht drauf ein oder gönnen keine Plattform oder so. Aber es ist irgendwo auch mein Job, wisst ihr, dass ich darauf reagiere. Es ist mein Job, dass ich drauf reagiere. Nein, wir reagieren gern drauf. Und irgendwie bin ich dazu verpflichtet, habe ich das Gefühl, mich rechtfertigen, weil ich habe mich dazu entschieden, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ich will euch diesen Trash auch nicht irgendwie vorenthalten. Aber wenn wirklich mehrere tausende Menschen denken, dass ich lüge oder dass ich irgendwie zu viel dramatisiere oder mich reingesteigert habe... Ja, das war auch alles ganz genauso. Es war ja bei Aito schon so. Also was willst du uns jetzt erzählen? Dass du dich komplett verändert hast und wir dich nicht durchschauen, sondern du das arme, unschuldige Mädchen vom Lande bist. Und es ist dein Job. Okay, schade.
ich hätte dich lieber nochmal, was weiß ich, in der Wursttheke gesehen. Da hättest du den Schweinkram scheibchenweise servieren können. Sehe ich mich in der Pflicht, mich hier hinzusetzen, mein Handy in die Hand zu nehmen und euch meine Version zu erzählen oder meine Gefühle. Das hat gar nichts mit Rechtfertigung zu tun oder, boah, Carina, du musst dir das nicht geben. Ich mache es natürlich auch gerne so, aber mein größtes Problem ist einfach, dass ich diesen Opfern, ja. Es ist ein Opfer. Ich weiß genau, dass du weißt, dass ich dich meine. Diese Plattform gebe, das ist das Einzige, was mich triggert. Okay. Oi. Ist das denn was, Leute? Wie findet ihr das schon wieder, ja? Also, ich habe ja schon ein paar Mal die Attitude angesprochen, die sie an den Tag legt, ja? Und die ist ja alles andere als wirklich positiv. Und das fällt ja jetzt nicht nur mir auf, es fällt ja auch ganz vielen anderen Leuten auf. Also, es gibt eine Kandidatin bei Ex on the Beach, die... Ganz kurz, kommst du gerade vom Kacken und hast gedacht, jetzt mache ich noch eine Story und lass den Klodeckel auch offen. Ich hasse offene Klodeckel. Gestern eine Story gemacht hat, wo sie... Liegt da auch nochmal ein Selfie-Stick auf der Spülung? Sorry, ich bin abgelenkt, Leute. Aber ist es jetzt Teil von ihrem Job, dass auf dem Klo, im Bad und überall ein Selfie-Stick lauert, weil man könnte ja in der Situation sein, eine tanzende kleine Story aufzunehmen. Gesagt hat, ich hätte bei meinem Ausraster auf der Beachparty komplett überreagiert, hätte dramatisiert und ich hätte die ganze Autofahrt zurück von der Party in die Villa keine Träne vergossen. Und das glaube ich ehrlich gesagt auch. Und du hast überdramatisiert, das ist ja auch nicht schlimm. Ja, aber das wollen wir natürlich von den Kandidaten auch sehen. Aber du kannst es jetzt nicht relativieren, dass du da nicht überreagiert hast. Und du hast ein Interview im ganz normalen, ruhigen Zustand danach gegeben. Also da war jetzt nichts von Tränen und Zusammenbruch. Sobald ich in die Villa gekommen wäre, hätte ich welchen Tränen ausgebrochen und das würde ich ja alles nur machen wegen den Kameras. Ja, genau so sehen wir das auch. Also das ist genau meine Einschätzung. Es ist schön, dass du diese Erkenntnis hast. Diese Person war auf dem Rückweg gar nicht in dem Auto drinne. Die war auf einem Date mit ihrem Lama und sie war als Clown verkleidet. Wirklich, Leute. Diese Person sagt bei Instagram, sie wäre dabei gewesen bei der Rückfahrt und ich würde nur meine Shorts ziehen. Ja. Da denke ich mir so, was hast du gesoffen, dass du das sagst? Also jetzt unterstellt sie auch noch ihrer Kollegin aus der Sendung ein Alkoholproblem. Mir ist langsam auch der Geduldsfaden vorbei. Wie kann man... Der Geduldsfaden ist vorbei. Das ist ein Sprichwort aus Bielefeld. Ich kann auf Krampf so heftig versuchen, meine Aufmerksamkeit zu suchen. Jeder sucht nur deine Aufmerksamkeit wollen wir, Carina. Zu kriegen, das geht nicht in meinen Kopf rein. Was ist denn so schwer daran, sich eine scheiß Ausstrahlung anzugucken und keine Lügen zu verbreiten? Was habe ich dir getan? Vor einer Woche waren wir zusammen auf der Berliner Fashion Week und du bist zu mir gekommen, hast mich in den Arm genommen und hast gesagt, hey, wie geht's dir? Und heute machst du eine Instagram-Story gegen mich. Also das sind einfach so Dinge, wo ich mir denke, bist du weg? Genau, aber sie beleidigt niemanden. Sie hat jetzt hier, nicht, dass sie in der Story davor ja auch geschrieben hat, sie ist unterbelichtet, Fame geiles Opfer, bist du wack und so weiter, Alkoholmissbrauch unterstellt. Also sie ist ganz reflektiert und ganz überhaupt halt gar nicht aus. Das ist einfach krass, dass ich gerade so gefühlt alles abbekomme, obwohl ich am wenigsten mache. Oh Gott, Carina, genau. Ja, so sieht's aus. Also ich versuche immer mit mir im Reinen zu sein und... Das probier mal, ja. Nach einer Show, ihr müsst verstehen, es sind Monate vergangen. Das wissen wir. Leute, ich kann es mir jetzt echt nicht mehr anhören, diese Fake-Rechtfertigungen. Was sagt ihr dazu?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich finde es anstrengend, ey. Also, natürlich ist sie für Reality-Fernsehen schon gut, ja. Aber man muss jetzt auch nicht übertreiben. Weil zwei Formate, ja. Es ist ja auch, wie die Leute jetzt zu mir sagen, die mich erst seit Kampf der Reality-Stars kennen, wo ich 10 Jahre lang die Astrologie im Frühstücksfernsehen gemacht habe, vorher eine eigene Sendung auf Sonnenklar TV hatte, bei Hamburg 1, bei TV Berlin meine eigene Sendung gehabt habe, in verschiedenen größeren Formaten gewesen bin. Dann hatte ich natürlich auch eine Pause gemacht von dem Ganzen und bin dann mit KDRS wieder zurückgekommen. Aber Leute, ey, ich weiß, wie der Hase läuft. Nach 20 Jahren Fernsehen weiß ich es. Weiß ich es. Und das, ich habe nie eine Attitude entwickelt. Nie. Also ich verliere nie die Bodenhaftung. Aber wenn ich mir das einfach angucke, dann ist jetzt ihr Job, von Format zu Format hecheln, möglichst Single zu bleiben, damit sie ja auch in alles rein kann, was es gibt. Ja. Und ein Drama nach dem nächsten zu fabrizieren, um hier ein bisschen Sendezeit zu haben. Also für mich ist sie kein 0,01 Sympathieträger, muss ich einfach sagen. Wundert mich, dass ich überhaupt noch nicht gesperrt bin bei Instagram bei ihr. Aber gut, ich würde die Storys eh kriegen, also von daher lohnt sich das ja auch nicht. Bis zum nächsten Mal, ihr süßen Mäuse. Ciao.